So, und da geht's wieder weiter hier mit Titanfall. Netzdrachenland, Hardpoint. Oh, mal wieder Herrschaft. Schön. Sind aber ein paar riesige Tiere da. Hier. Oh, Titans waren noch, da bin ich gerade alles größer. Ach so, das sind Dreiecke dann. Das sagt so einiges. Ich kann blöderweise nicht dieses Ingame Overlay hier aktivieren. Das Dings hat was Drecks EA besitzt. Na, kommt noch ein Spieler rein. Schöner Turm. Go. Ach schon. Da würde ich mal sagen, Hardpoint erobern. Ja, komm. Ja, jetzt nicht gleich so ausrasten. Ja, geht doch. Okay, what's Bravo? Da haben sie sich doch noch eingeschlichen. Ach verdammt, sowas wie ein Battlefield so schön kämpfen kann man ja auch nicht so. Gut. Na komm. KI offline. Pilotenmodus aktiviert. Mich sieht alles hier irgendwie so wie ein Mitspieler aus. Jemand ist offen. Wow! Der Schau passiert, Spyglass. Da stimmt doch was nicht. Vielleicht eine Störung durch die Miliz. Warten Sie. Ich analysiere das System des Turms. Nähert sich Charlie. Feindkontakt möglich. In das ruhige Fenster. Nähert sich Alpha. Feindkontakt möglich.
Genau. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was war das denn? Energierelay-Verbindung bei 50%. Ach Mann, ich wollte ihn treten. Was machen Drachen hier auf der Map? Die nicht töten. Nein, nicht. So. Ach, Dreck. Mann, man schafft es auch fast nie an den vorbei. Was machen diese Trachten hier? Ja. Yeah. Na, wie komme ich hier wieder raus? Alter, das ist ja jetzt mal klar. Was ist denn rum? Tarzan Blitz, wir wurden besiegt. Abgefangene Funksprüche deuten darauf hin, dass die Miliz die Analyse des Impulsatoms abgeschlossen hat. Warum ist das nicht schlecht? Ach Mann! Ich habe gedacht, man könnte es in diesem Let's Play einmal schaffen, in das Ding reinzukommen. Ach, wir haben ja richtig hart abgelöst. 100, 400. Bei den Simulationen vor 15 Jahren, nein, wir sind ja nicht viel. Auf der anderen Seite kämpfen wird. Und was jetzt? So, Stufe 9, das ist ja schön. So, hier alles wieder so frei haben. Mal gucken. Oh, Granaten natürlich so gut wie gar nicht. Hm. Nehmen wir die hier. Und dann sage ich jetzt erstmal für diese kurze Folge tschüss und wir sehen uns halt in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter mit der Titanfall-Kampagne.